Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin gerade auf meinem Morgenspaziergang und wollte euch mal erzählen, warum wir keine Waage mehr im Badezimmer haben. Hallihallo, hier ist der Lars von Rohe Energie. Ja, und wir haben nämlich beschlossen, vor ein paar Tagen unsere Personenwaage aus dem Badezimmer zu verbannen. Und ich kann euch sagen, das ist eine relativ befreiende Geschichte. Zum Hintergrund, ja, wir fahren ja bald in Urlaub und da möchte man dann doch gut in der Badehose aussehen oder im Bikini, ja. Und ich sagte, Alexander, du siehst mega aus. Und sie sagt mir, ja, du siehst so super aus. Und dann stellt man sich auf die Waage und denkt sich so, da könnten noch ein paar Kilo könnten noch gehen. Aber rein optisch ist eigentlich alles in Ordnung. Wir fühlen uns gut. Wir finden uns gegenseitig sehr attraktiv. Ja. Und wir haben auch festgestellt, dass seitdem wir vegan sind, die Werte nicht mehr mit denen übereinstimmen, wie es früher mal war. Vielleicht liegt es an den immer vollen Glykogenspeichern oder es hat sich sogar was an der Zusammensetzung der Knochen geändert über diese 6 Jahre, wie wir schon vegan sind. Weil ich wiege im Verhältnis laut Waage so 6 bis 8 Kilo mehr als vor veganer Zeit, bin aber optisch schlanker, auch von den Maßen her, wenn ich ein Maßband nehme. Maßband wäre zum Beispiel für mich immer noch eine gute Möglichkeit, das zu überprüfen, dass man nicht irgendwie, ja, die Optik nicht stimmt. Viel besser als eine Waage ist meiner Meinung nach wirklich so Klamotten, die man gerne anzieht, dass man sagt, ey, die Hose oder das Shirt oder der Bikini, das ist halt irgendwie geil, da fühle ich mich wohl drin und wenn ich da gut reinpasse, dann habe ich halt eine gute Figur oder fühle mich einfach wohl. Es geht ja gar nicht um die Optik nur, es geht ja auch um das Wohlfühlen an sich. Es ist natürlich wichtig, nicht zu übergewichtig zu werden, damit man noch beweglich ist, damit man nicht die Gefahr hat, eine Herzkrankheit zu bekommen, damit man einfach, ja, der Körper besser funktionieren kann, ja. Und dafür tut es ein Maßband oder ein Spiegel oder auch das Handy mal ein Foto machen, deutlich besser oder ein Partner, der ehrlich zu einem ist, ja. Das hat jetzt lange gedauert, diese Entwicklung, dass wir gesagt haben, wir machen das, dass wir die Waage rausschmeißen, weil man will dann doch immer so ein gewisses Kontrollinstrument haben, aber laut unserer Erfahrung jetzt ist es wirklich das Blödeste und es ist auch demotivierend, ja. Wenn man jetzt was getan hat, hat Sport gemacht an dem einen Tag oder man hat mal Intervallfasten gemacht eine Woche und so und dann zieht es nicht gleich und dann ist es nicht so, wie man das möchte. Man hat zwar das Gefühl, hey, das hat was gebracht, man stellt sich auf die Waage und schon ist es sehr demotivierend, weil es doch nicht so ist, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Ja? Wir ziehen das jetzt einfach mal durch bis zum Ende des Jahres und können ja dann nochmal berichten, dann machen wir nochmal ein neues Video, wie sich das angefühlt hat, aber es fühlt sich heute am ersten Tag schon sehr gut an, weil ich habe gestern mal gefastet, ich habe gerade so 2 Fastentage in der Woche, wo ich auch ein bisschen spirituell an mir arbeite und das ist richtig, richtig toll und das macht mir mega Spaß und da geht es mir auch gar nicht ums Abnehmen, sondern auch einfach mal eine gewisse Klarheit zu haben. Ich meditiere momentan sehr viel und so und das wird dadurch natürlich nochmal sehr verstärkt, ja. Und dann morgens aufzustehen, zu sagen, hey, mir geht's so gut, ich bin so klar, ich habe jetzt auch noch nichts gegessen seit 34 Stunden, glaube ich, genau. Und das hat ja nichts mit der Waage zu tun, ja. Ich genieße jetzt noch die letzten Stunden meiner Fastenperiode, breche dann die Fastenzeit mit einem Breakfast, ja, und mit viel Obst und Sojajoghurt wahrscheinlich und ein paar Haferflocken, freue ich mich schon drauf. Und ja, ich kann euch nur anregen, das auch mal zu probieren, die Waage aus eurem Badezimmer zu schmeißen und einfach mal drauf zu scheißen, was da als Zahlen steht. Man muss sich wohlfühlen und man muss natürlich vielleicht mal ein Maßband nehmen oder Fotos oder Kleidungsgegenstände, um sich nicht selbst zu betrügen. Schreibt ihr doch mal in die Kommentare, ob euch das auch so geht, dass seit ihr vegan seid, ihr das Gefühl habt, dass ihr mehr wiegt auf der Waage, obwohl ihr optisch vielleicht gar nicht zugenommen habt. Das würde mich mal interessieren, weil das ist bei mir relativ extrem. Also ich bin ja recht groß und ich schätze mal so 6 bis 8 Kilo wiege ich mehr, obwohl ich schlanker aussehe. Also ich habe jetzt nicht insgesamt zugenommen, das meine ich nicht. Ich habe jetzt insgesamt über 20 Kilo abgenommen. Aber im Verhältnis, ja, als ich dann irgendwie damals Low Carb gemacht habe oder irgendwie ganz normal mich ernährt hatte, da hatte ich, so wie ich jetzt aussehe,
habe das mit alten Fotos verglichen, so ungefähr 6 bis 8 Kilo weniger gewogen. Auf der Waage sah aber genauso aus und ich fühle mich heute auch attraktiver. Ja? Bart macht es natürlich auch. Also, wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns bitte einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, wir sehen uns bald wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!